Hallo, hier ist der Michael Klems von infobroker.de und heute wollen wir uns mal über das Thema gute Stories und Trendgeber unterhalten und wie man das aus Datenbanken rausholen kann. Das geht nämlich relativ einfach mit der Datenbank des Statistischen Bundesamtes. Wir befinden uns auf der Seite des Statistischen Bundesamtes und wollen es ganz einfach halten, nämlich es geht darum, Trendthemen zu ermitteln. Klar können wir in der Datenbank recherchieren, das machen wir ein anderes Mal. Das ist dann spannend, wenn wir Meldungen noch ein bisschen unterfüttern wollen mit Daten und Fakten. Aber interessant ist für uns, gibt es aktuelle Meldungen, auf die wir so ein bisschen aufsetzen können. Ja, und wenn man hier so ein bisschen runterrollt, dann bekommt man schon den ersten Eindruck, aha, es gibt Pressemitteilungen. Und da sind wir auf der gleichen Augenhöhe wie die normale Presse. Wir bekommen das auch zum gleichen Zeitpunkt. So, und wenn ich jetzt mal bis ans Ende rolle, dann habe ich hier unten den Bereich Presse. Und innerhalb des Bereichs Presse gibt es den Jahreskalender. So einfach geht das, ja. Wir gucken uns den Jahreskalender an und den arbeiten wir jetzt systematisch durch. Wann entsprechende Termine sind zu Pressemitteilungen, die für uns oder für dich interessant sein können. Ich nehme hier mal eine Sache raus, die habe ich entdeckt, nämlich hier Insolvenzen, weil wir ja recht viel bei infobroker.de auch zum Thema Insolvenzen machen. Und da kommt die Statistik zum Berichtszeitraum Dezember 2019 am 20.03. raus. Das heißt, an dem Tag muss man hier auf die Seite gucken, man hat das gleiche Futter wie die Journalisten und kann das natürlich entsprechend weiterverarbeiten. Unter Umständen hat man schon ein bisschen was vorbereitet und kann das Ganze dann nochmal mit einbinden. Ganz spannendere Ansatz, um Themen zu ermitteln, also einfach hier durch den Pressekalender durchrollen und einfach nachgucken, ob es zum passenden Segment, was man besetzt, hier irgendwann in diesem Jahr eine Pressemitteilung oder vielleicht sogar eine Pressekonferenz gibt. Spannend, nicht wahr? Fast jeder Blog-Ratgeber sagt zum Beispiel, guck dir die Themenpläne von den Medien an. Also warum nicht auch die Themenpläne im Bereich Pressemitteilungen von festen Institutionen anschauen? Wann sind die Jahresberichte? Halten wir es mal wirtschaftlich ganz einfach. Wann sind die Hauptversammlungen von bestimmten Unternehmen? Wenn ich das weiß, dann kann ich vielleicht gezielt an dem Tag schon mal einen Beitrag vorbereiten, der genau an diesem Tag erscheint. Damit habe ich das Wording getroffen, was an dem Tag online gesucht wird. Ja, also damit kann ich zum Beispiel Inhalte aufbauen. Mal das Gegenteil dazu. Es gibt nichts Blöderes, wenn man mit einer Meldung kommt, die überhaupt nicht in den Tag passt. Ja, auch das kann zum Beispiel passieren. Und von daher macht es wirklich Sinn, in solche Institutionen einfach mal reinzuschauen und das Ganze zu systematisieren. Ja, das ist Contentplanung. Und darauf kann man dann Geschichten aufbauen. Also nicht nur die reinen Daten bringen, sondern richtig was drumherum schreiben. Dann wird das eine ganz spannende Sache. Viel Erfolg. Immer schön folgen. Dann gibt's weiter so gute Tipps. Bis bald. Ciao.